Grüß Gott allerseits zu einer neuen Folge von F1 2014. Mal kurz bevor wir ins nächste Rennen gehen, das wird in China, in Shanghai stattfinden. Mal kurz nochmal auf meine E-Mails. Ist der jetzt im Hunger komplett nach oben scrollen, okay. Ja, mein direkter Vergleich mit meinem Teamkollegen sieht natürlich nicht ganz glücklich aus. Ich habe auch die Nummer 13 auf dem Auto. Schnellste Runde Vettel, okay. Probleme mit dem Reifenverschleiß behoben. Da haben sie die Reifen von Rennen bereit angegeben und mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Anscheinend ist der Abnutzungsgrad ziemlich gut. Genauso sogar so gut wie noch nie zuvor in der Saison. Okay, wenn sie meinen. So, Wetter für Shanghai. Bewölkt, aber wohl im annehmbaren Rahmen. Gehen wir doch direkt rein. Ich denke, ich werde es so wie beim letzten Mal machen. Einfach mal so eine kleine Runde zum Reinkommen. Bin jetzt heute auch wieder mit Pat unterwegs, muss man auch dazu sagen. Da ich mich da einfach noch wohler fühle, beziehungsweise jetzt heute werde ich auch mal ein bisschen was am Setup rumspielen. Einfach, dass da noch was probiert wird, weil schnell genug bin ich ja trotz allem immer noch nicht. Aber Bahrain war wenigstens schon mal einen Schritt nach vorne. Schauen wir erstmal China. Oder China oder wie auch immer. In Shanghai seit 2004 im Kalender. Soviel ich weiß. Noch richtig. Ja, müsste so sein. In einem Moorgebiet gebaut auf Styroporplatten. Das bleibt mir auch auf ewig in Erinnerung. Und deshalb wird ja die Strecke auch so langsam ein bisschen wellig, weil das Ganze da ein bisschen absinkt. Wobei das in China ja nicht unüblich ist, weil mit ihren ganzen Hochhausbauten da sinkt ja sowieso alles ab. Für die Quali 75% Regen. Könnte heikel werden. Schauen wir hier erstmal, nehmen wir mal richtig ordentlich für die Front was mit. Wobei eigentlich hat Bremsen bisher immer gepasst. Nach vorne. Stabis weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was ist besser, was ist schlechter? Komm, lassen wir mal so. Fängt, glaube ich, noch irgendwas im Kopf. Bin mir jetzt aber nicht sicher, was. Außen wird Reifenverschleiß erhöht. Ach komm. Lass mal einfach mal so. Irgendwie so. Das ist jetzt einfach mal blind reingetestet. Unten mit dem Motor kriege ich da auch keine Probleme. Das probieren wir jetzt einfach mal so aus. So, gehen wir einfach mal direkt auf eine fliegende Runde. Mal ein Gefühl für das Ganze kriegen. DRS habe ich ja auch wieder zur Verfügung. Gut, da sind wir schon jetzt über die lange Gerade gefahren. In der letzten, in der Haarnadel. Das ist die vorletzte Kurve, so. Kommen ja jetzt auch schon die letzte Kurve, kann ja schon eine Streckenvorstellung machen. Soweit ich das auch nicht wegspreche, oh, fühlt sich gut an. Kommen wir auf jeden Fall Startziel. Und wir gehen in die bekannte Schneckenkurve. Schnelle Einfahrt, die man schneller nehmen kann als ich hier. Wird immer langsamer, dann geht es eben in einen Linksknick über. Wieder raus beschleunigen, wieder kurz gerade. Es geht in eine Haarnadel rein. Also wer gute Bremsen hat, der ist ja klar im Vorteil. Wieder hoch beschleunigen, um in die schnellen Kurven zu kommen. Hier gibt es einen Linksknick, der geht, sollte Vollgas gehen. Zumindest Vollgas früher.
Wenn er rechts knickt, dann muss man so nach und nach verzögern. Es ist neben mir jemand. Wer auch immer es ist, Gutierrez. Die Doppellinks, die habe ich jetzt ein bisschen ignoriert. Wieder kurz hoch beschleunigen, um jetzt in die umgekehrte Schneckenkurve reinzufahren. Links noch normal, rechts. Da muss man schauen, dass man früher ans Gas kommt. Weil die Kurve macht immer weiter auf, ist auch überhöht. Hier hat Weber ja auch mal sein Wheelie gemacht, kann man auch hier. Und wieder raus beschleunigen. DRS. Er ist so ziemlich gegen Mitte der Geraden. Hier bei, sind wir jetzt bei 318. Die H-Nadel. Jetzt sind wir hier auch schon durch. Letzte Kurve. Geradeaus geht's in die Box. Kiesbett des Schreckens für Hamilton. Und ich bin scheiße, langsam. Dabei hat sich das Auto eigentlich die ersten Kurven richtig geil angefühlt. Jetzt ist aber der Reifen dreckig. Naja, Session aufgeben. Ja. 9 Sekunden. Boah. Also ich weiß, ich bin ein bisschen aus der Übung, aber das ist doch wieder ein bisschen Schrecken. 9 Sekunden. Okay, die Runde war sowieso nicht perfekt, das ist klar, aber... Puh. Schauen wir mal, jetzt in der Quali. Ich hoffe, es regnet noch nicht. Weil wenn... Ja, es stehen die Trockenreifen nebendran. Und es regnet noch nicht. Das heißt, ich sollte jetzt vielleicht schauen, dass ich so schnell wie möglich rauskomme. Je nachdem, wie viel Prozent mir angezeigt werden. Tatsächlich vielleicht mal die Chance, dass ich Q1 überstehe. 27%. Ah. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, diese Session zu überstehen. Aber versuch einfach dein Bestes. Das hier hebe ich mir besser für später auch noch zu vorstellen. Hier gehen wir allgemein ein bisschen höher noch. Und hier hat es eigentlich soweit gepasst. Ich sollte vielleicht allgemein noch ein bisschen aggressiver bremsen. Schauen wir mal. Gehen wir raus. In der Hoffnung, dass es anfängt zu regnen. Jetzt hätte ja auch direkt auf fliegende Runde gehen können, aber gut. Dann lerne ich jetzt auch nochmal die weichen Reifen kennen. Erstmal. Wobei, es sieht jetzt auch überhaupt nicht nach Regen aus. Pass auf, dass du bei der unteren Ausfahrt nicht die weiße Linie überfährst. Sonst gibt es eine Strafe. Ja. Sag mal, jetzt habe ich den Reifen schon wieder dreckig gekriegt. So sehr war ich doch innen gar nicht da auf dem Gras. Oder habe ich mich da jetzt gerade getäuscht? Vielleicht trage ich, jetzt schaue ich mal. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn man schauen muss, dass der Reifen wirklich in einem vernünftigen Arbeitsfenster bleibt. Dass ich deshalb auch in den schnellen Kurven so große Probleme habe. Bei den langsamen Kurven wird der Vorderrad nur ganz kurz belastet. Je nachdem, wie man reinfährt, natürlich. Dann habe ich einen Fahrstil, der das jetzt nicht so sehr angeht. So, das geht voll, aber selbst da geht der linke Hinterreifen doch ziemlich. Ja, man hat es nicht deutlich gesehen, aber man hat doch schon ansatzweise gesehen, dass er sich ein bisschen färbt.
Stärke und Bremspunkt ist hier, so wie ich das sehe, wenn der Curb beginnt. Dann wollen wir mal. Eine Runde. Da hatte ich die letzte Kurve schon ein bisschen scheiße erwischt, aber jetzt. Oh, das geht schneller, das geht schneller. Viel schneller. Das ist mein linker Vorderreifen wieder zu warm geworden. Schauen wir mal. Oder bin ich noch viel zu früh auf der Bremse? Muss ich mir für die nächste Fahrt merken. Beziehungsweise für die nächste Runde. Jetzt hier ein bisschen andeuten. Wieder den Scheitelpunkt nicht getroffen. Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen früher bremsen müssen. Uiuiui. Der Reifen dreckig scheiße. Dementsprechend rutscht das Auto auch. Drei Sekunden langsam als quert. Warum rutscht es jetzt hier? Das gibt's doch nicht. Böses Auto. Böses, böses Auto. Also wenn die Kurs beginnt. Voll verbremst. Ach komm. Ich muss jetzt auch dazu sagen, damit ich gleich eine Ausrede parat habe, dass das Video hier eng. Was jetzt schon an die Box? Ach nee. Nee, dieses Video entsteht einen Tag nach Bahrain. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber nur mal so ansatzweise, dass Leute das verstehen. Da ist ich gerade so ein bisschen auf dem Reifen. Ach komm, da bin ich jetzt wieder zu früh dran, bin sogar ein Zehntel zu langsam. Aber selbst da verliere ich schon eine Sekunde auf Bianchi. Unfassbar. Jetzt habe ich den Reifen wieder dreckig gemacht, ich Experte. Wenn es nicht läuft, überfährt natürlich das Auto. Ich hätte ja gesagt, jetzt schauen wir mal. Komm, geh vorbei, Kollege. Schauen wir mal, dass mal Alonso hinterherkommt. Vielleicht irgendwie. Das sieht jetzt auch nicht so aus. Jetzt hat er gepasst, der Bremspunkt. Okay. Komm, jetzt versuch's einfach nochmal eine Runde. Ich meine, der Reifen ist ja wahrscheinlich nicht mehr optimal ist, aber ist jetzt auch egal. 10 Minuten, okay, das ist aber für mich zu spät. Oh je, oh je, wie fahre ich denn hier rein? Oh Gott, oh Gott. Nee, 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 du. Da muss ich wieder in die Box. Jo, bin ich mir sicher. Will noch nicht gehen. 6 Sekunden zurück ist ja Wahnsinn. Ja. Also jetzt habe ich gerade wieder das gleiche Gefühl wie in Malaysia, dass ich einfach irgendwie der größte Amateur bin überhaupt. Weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie was total falsch eingestellt habe. Ja gut, hier kriege ich jetzt auch nichts mehr umgestellt. Ist ja auch klar. Ja, 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 ja. Ist recht, mein Renningenieur. Und ich weiß, ich bin nicht so schnell, wie ich auch schon mal war.
Aber, das tut doch schon ein bisschen weh. So, jetzt versuchen wir's. Gehen wir direkt auf die fliegende Runde. Ich hoffe, es regnet noch nicht. Stellen. Niemand hinter mir, auch gut. So langsam zieht sie es zu. So, noch ein bisschen Sprit gespart, damit wir noch eine zweite Runde schaffen zur Not. Mal jetzt einfach alles rausholen aus dem Auto, was geht. Irgendwie muss doch einfach klappen. Habe ich auch gar nicht die Anzeige mit dem Reifen, Reifentemperatur an, so. Einfach damit mich das nicht noch zusätzlich ablenkt. Aber der erste Sektor war schon wieder unter aller Kanone. So. Hier wäre es endlich mal getroffen. Zu früh auf dem Gas wird doch. Ah, fuck. Und jetzt kann ich ja wirklich nichts dafür. Jetzt bin ich ja selbst nicht am Schalten. Oh, ich glaube, die ersten Regentropfen kommen. Kämpfen. Ja, das sind die ersten Tropfen. Beinahe vergessen, DRS zu aktivieren, auch nicht schlecht. Wenigstens habe ich jetzt die Harnade mal getroffen. Das ist auch mal etwas. So, letzte Kurve auch einigermaßen. Naja. Naja, nächstes ein bisschen besser mal. Auch wenn ich vergessen habe, die DRS zu aktivieren, aber ja. Die Frage ist, ob jetzt noch was geht. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn mir irgendwie der Regen schon zu schaffen macht. Kann man auch gleich mal ein bisschen austesten, wann denn die Trockenreifen nicht mehr funktionieren. Also mit die Kurve wird nicht mehr meine Lieblingskurve. Und hier schaltet einfach das Auto nicht. Ich meine, ich fahre ja mit Automatikschaltung. Da habe ich immer das gleiche Problem. Das ist mir eine Sekunde in meiner eigenen Zeit. Also ich glaube, der Regen, der wirkt hier schon. Aber jetzt fahren wir einfach mal weiter, einfach mal um es zu erkunden. Außerdem habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt in die Box gehe und da wird automatisch was bearbeitet, beziehungsweise wird ja dann immer simuliert, wie denn das Ganze hier weitergeht. Dass die beiden, die hinter mir sind, das sind Hülkenberg und ich glaube Bottas. Oh, die Reifen werden zu kalt, okay. Na, jetzt ist es glaube ich schon zu viel. Das konnte man in früheren Formen einspielen ja immer schön daran sehen, dass. Ja, Platz 20, ja, ist recht. Nee, im letzten. Vorm Einspielen konnte man es ja immer richtig schön sehen, sobald die Strecke spiegelig wurde. So war es zumindest bei F1 2012 noch. Da wusste man dann, okay, jetzt muss ich auf Intermediate. Sobald die Pfützen dann da waren, musste man auf die Fullwets. Jetzt hier haben sie es, glaube ich, ein bisschen verändert. Also ich sehe jetzt hier noch keine Spiegelung, aber ich merke deutlich, dass das Auto am Rutschen ist.
merkt es auch beim Beschleunigen. Okay, noch 2 Minuten in dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Aber die Haftung ist eigentlich noch ganz gut da, also für dich. Weil ich fahre jetzt auch mit der Einstellung mager. Da habe ich nicht so viele Probleme mit durchdrehenden Rädern. Aber trotzdem, für das ist noch ganz ordentlich Grip da. Das ist jetzt auch immer, wird jetzt wohl auch immer so ein Pokerspielchen werden. Wie gesagt, man sieht ja eigentlich immer noch nichts auf der Strecke. Man merkt jetzt nur, dass es rutschig wird. Jetzt wollen sie, dass ich in die Box gehe. Wie gesagt, positiv stimmt mich auch, dass ich jetzt doch nicht so weit weg war von den anderen. Oh, es taucht etwas auf. Tropfen an der Kamera. Hülkenberg hat in der Medias, oder? Ja, ansonsten wäre ich jetzt tief schockiert. Gut. Dann ist das Qualifying gleich vorbei. Und zumindest mal nicht letzter. Das würde ja auch mal als Erfolg werden. Wenigstens etwas. Also. Ja, kann nur besser werden. Wie immer mein Lieblingssatz. Na gut, was will man machen? So, dann können wir gleich vorspulen. Platz 20. Immer noch 2 Sekunden in der Groschow. Immerhin, ich war relativ nah an Bianchi dran. Vorne, darüber müssen wir ja nicht reden. Bei den Mercedes. Das haben sie wenigstens ins Spiel umgesetzt bekommen. Gut, dann sieht man jetzt meinen enttäuschten Fahrer. Gut, was werden wir machen? Und dann sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal.